Nach einer sehr, sehr langen Pause bin ich jetzt endlich wieder da. Und warum ich so lange weg war, das klären wir in diesem Video. Bevor ich aber jetzt auf die große Frage, wo warst du, eingehe, fangen wir erstmal von vorne an und schauen mal, was ich alles so erlebt habe. Angefangen hat alles am 21. September 2020. Guten Morgen. Morgen. Holt ihr bitte das Buch Praxis der Wasserversorgung und das Chemietechnikbuch heraus. Okay, wie ist denn die Formel für die Berechnung des Innendurchmessers von einem Rohr? Ja, Robin? Können wir bitte Fenster zumachen? Mir ist schon ziemlich kalt. Also als allererstes, man antwortet nicht mit einer Gegenfrage. Also, das Fenster bleibt offen. Boah, wofür ist der Scheiß? Was machen Sachen? Das Ganze ging dann einfach jeden Tag so, bis wir auf einmal... Ach, wisst ihr was? Schaut einfach selber. Fieber sind die am häufigsten eigenen Armaturen in Anlagen der kommunalen Wasserverteilung. Mit fortgeschreitender Entwicklung bei elastischen Kunststoffen und der Einführung von Schieberkeilen. Vorteile geringer. Okay, meine lieben Schüler. Nächste Woche schreiben wir auch schon die erste Klassenarbeit. Diese schreiben wir auch schon direkt in den ersten beiden Stunden. Also bereitet euch schön drauf vor. Och, Diggi, warum? Robin, kann es sein, dass du schon wieder ein bisschen gestresst bist oder so? Ja, kann sein. Ja, und dann musste ich anfangen zu lernen. Ja, nun waren endlich die 3 Wochen Blockunterricht vorbei und jetzt sind wir auch schon direkt in den Urlaub gefahren. Der Harz. Bis ins Mittelalter, Hart genannt, ist ein Mittelgebirge in Deutschland und das höchste Gebirge in Deutschland. Der Brocken ist mit 1141,2 Meter über dem Meeresspiegel der höchste Berg des Harzes. Regelmäßige Niederschläge während des ganzen Jahres prägen den mittelgebirgischen Charakter des Harzes. Der Fremdverkehr, Tourismus, stellt im Harz einen bedeutsamen Erwerbszweig dar. Übernachtungsstärkste Stadt des Harzes ist Wernigerode, danach folgt Braunlage. Die Bergwelt des Harzes wurde schon früher für ausgedehnte Wanderung genutzt, darüber hinaus führen... Stopp, jetzt muss ich euch aber erstmal die Wahrheit erzählen. Denn so war es in Wirklichkeit. Also, wir sind in den Harz gefahren, da, als wir angekommen sind, hat es geregnet. Am nächsten Tag hat es dann auch schon wieder geregnet, danach den Tag nochmal geregnet und danach, wisst ihr glaube ich schon selber, richtig, hat es wieder geregnet. Und da fragt man sich, was haben wir eigentlich gemacht? Wir sind hauptsächlich nur rumgefahren mit dem Auto. Eigentlich 80% vom ganzen Urlaub sind wir nur mit dem Auto rumgefahren. Und dann waren wir mal in einer Stadt, haben uns die mal angeschaut und auch eine Burg besichtigt, kann man jetzt nicht sagen, einfach hingegangen. Aber wir mussten dann auch wieder zurück, weil es angefangen hat zu regnen. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal einen ganz kleinen Ausschnitt, was wir gemacht haben. Und also so ein ganz Mini-Vlog, wie ihr es von dieses Nikolas kennt. Ja, also fangen wir damit an. Guten Morgen aus dem Harz. Wir sind aktuell im Harz, wir sind in Braunlage und dort machen wir jetzt nochmal 5 Tage Urlaub. Ja, heute war eigentlich ein relativ langweiliger Tag. Wir haben eigentlich nicht sehr viel gemacht. Wir waren in der Stadt. Ja, die Stadt hieß Wernigerode. Und ja, da konnte ich jetzt nicht besonders viel mitfilmen. Vor allem, weil wir richtig schlechtes Wetter hatten. Also das Wetter war überhaupt nicht schön. Und ich glaube, das wird auch die Woche lang so bleiben.
Heute haben wir den 18. Oktober 2020 und jetzt gehe ich auf die Frage ein, wo ich so lange war und was ich gemacht habe. Ich hatte halt einfach keine Zeit und keine Möglichkeit, Videos aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Und deshalb kommt jetzt nach einem Monat oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als einem Monat das Video endlich wieder hoch. Heute würde ich das Video gerne hochladen. Leider haben wir an diesem Tag, wo ich es aufnehme, kein Internet. Deswegen schätze ich, verzögert sich das Video schon wieder um eine Woche. Aber ich kann es halt einfach nicht ändern. Es ist halt einfach die ganze Zeit Mist, was hier passiert. Ich denke aber, ab jetzt wird jede Woche wieder ein Video kommen. Ich glaube, die Zeit bis zu meinem Geburtstag wird jetzt nochmal etwas hart für mich, weil ich habe wirklich nicht mehr viele Ideen. Und wirklich meine ganzen Ideen, die gehen eigentlich darauf, dass ich 18 bin und bin dann unterwegs. Ich kann mit Freunden Videos machen und alles. Das sind halt schon viele Ideen. Und deswegen habe ich jetzt in der Zeit erstmal nochmal Probleme, Videoideen zu finden. Aber ich versuche auf jeden Fall jede Woche für euch ein Video hochzuladen. Okay, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat mal die Art von diesem Video gefallen. Ich habe einfach mal erzählt und währenddessen ein paar Ausschnitte gezeigt von so lustige Szenen, die lustig sein sollen. Ich weiß nicht, ob es lustig war. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn ihr positiven Feedback da lasst oder auch Verbesserungsvorschläge. Und dann würde ich sagen, war's das von dem Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, bis nächste Woche Sonntag. Ciao.